Ja, möchtet ihr noch irgendwas tun? Aber das müssen wir nicht jetzt. Omar schaut dem Ganzen nur müde und zu. Na, ich wünschte wirklich, wir könnten irgendwas tun. Hört man denn jetzt Nur. irgendwie Kampfgeschrei oder? Ja, noch nicht. Noch nicht. Was du jetzt aber sehen kannst, ist, wenn du die Reste des Lagerfeuers glimmen, du kannst dann noch dort die Schatten von den Amazonen erkennen. Und dann hörst du ein lautes im Dreiklang gesprochenes für Rondra. Und dann kannst du sie brummeln hören und dann auch wie weitere Schwerter gezogen werden und dann ein kleiner Kampf entbrennt. Die Stimme ist stockt, der wird sich schon mal. Wir sollten die anderen wecken. Und uns Kampfgeschehen beteiligen oder Gelegenheit nutzen, vorbeizukommen. Sumo wird es fügen, wie es das Schicksal will. Wir lassen sie. Ich bin gespannt auf morgen. Der morgige Tag wird sicherlich eine interessante Erfahrung. Das wird wohl so. Und so werden Kasim und Rogel geweckt. Also bin ich schon dran. In der Tat, in der Tat. Was passiert bis jetzt? Die Amazonen haben versucht, die Ferkinas auszulöschen. Einige davon sind abgetrieben worden. Aber es findet gerade seinen Auszulöschen? Weg. Naja, das ist Der halt Kampf immer ein ist eben Schwert. entbrannt. Wir kämpfen zu diesem Zeitpunkt. Du leise bist, kannst du hinhören. Ja, und die, wahrscheinlich ist abgetrieben. Sie wurde vom Fluss mitgerissen. Sagt mir bis morgen für Ostwind. Gute Nacht. Ihr wollt jetzt denen nicht helfen? Nein, das ist nicht unsere Angelegenheit. Die stürmische Tochter wird ihnen schon genügend helfen. Geht einzig und allein um unsere Mission. Naja, wenn ihr das sagt, also normalerweise würde ich ja nicht nach Ronras helfen, aber wenn ihr jetzt sagt, das ist keine gute Idee, dann nicht. Was ausgebildete Amazonen sind, dann sollten sie keine Hilfe brauchen. Schauen wir uns das Mag auf jeden Fall mal es an. nicht, dass überhaupt ein Kampf entbrannt ist. Wir hätten da sicher etwas tun können. Damit wären wir ein Risiko eingegangen, wo keins hätte sein müssen. Ein Risiko. Wir gehen mit dieser ganzen Aufwahl ein Risiko ein. In der Tat. Und wir werden kein weiteres Risiko eingehen. Könntet ihr aufhören zu diskutieren? Es ist nun mal so, wie es ist. Schlaft jetzt. Gute Nacht. Dann geht man mal auf Beobachtungsposten. Ja, viele weitere Geräusche könnt ihr nicht mehr hören. Wenn ihr euch aber auf der anderen Seite umseht, kannst du sehen, dass die Glut wohl gelöscht wird. Und dann auch kein weiterer Kampfeslärm mehr von dort dringt. Der nächste Tag. Ihr erwacht, auch wenn ihr wenig geschlafen habt, zumindest der ein oder andere dann in der Mitte der Nacht. Am Ende kommt ja noch mal Rafik und Prevenur noch mal, ne? Ja, Den genau, aber da wir passiert auch Befehlwagen nichts. loswerden. Genau, da passiert Ah, auch okay, nichts. okay. Perfekt. So dass ihr Ja. dann eben am nächsten Tag wieder bei ein bisschen Glut sitzen könnt, die Reste von gestern aufwärmen, irgendein Brei oder diesen Reis, den Oma dann gespendiert hat. Kiloweise. Und euch Hatten wir dann eigentlich langsam die Zelte abbauen könnt. Pemmikan bekommen? Ihr hattet Marzipan bekommen. Das Das ist noch wäre eine gut. Option, weil in Palmyramis, in Palmyrabat, da wird ja auch eine sehr fülligere Figur verehrt, sag ich mal so. Und da ist auf alle Fälle dann Marzipan das, was hochhält und das, was lange satt macht. Ja, und vor allem quasi nicht zu verderben ist. Genau. Ja, dann hätte Kasim halt das mitgenommen. Auf jeden Fall hochkalorische Nahrung, die Auf nicht alle kaputt zu Fälle. kriegen ist. Genau das. Frosty, welche Mondphase haben wir aktuell? So, dann lass mich mal nachgucken. Das kann ich dir Das sagen. sind Wir all die Fragen, haben die kommen immer gleich mit der Anfang Rissenfreiheit. Mitte Zar, also Kelchmarder. Ist das zunehmend oder abnehmend? Das ist der. Moment, ich muss jetzt gerade überlegen. Die Sichel wird,
größer. Nee, oder? Also die Sichel ist noch klein, sie wird größer. Hervorragend. Zum Kelch und dann zum zunehmenden Radmarder, bis es dann der vollständige Vollmond ist am 18. Zar erreicht. Das sind noch ein paar Tage hin. Wobei, ihr seid ja auch schon ein paar Tage unterwegs, ne? Dementsprechend ist es Vollmond. Ja, doch, stimmt, wenn ihr auch schon unterwegs seid. Ah, dann haben wir jetzt Vollmond, du hast recht. Denn Wesen des Mondes greift dann noch, solange der Vollmond noch herrscht. Während zunehmender Mond bis zum Vollmond und danach nicht mehr, wenn abnehmen. Okay. Dann würde ich mich mal auf die Berge einstimmen, nachdem alles abgebaut ist und eins mit der Natur wird. Habt ihr uns irgendwo erzählt, um was passiert ist in der Nacht, oder? Ja, genau. Also Kasim hätte eine kurze professionelle Übergabe gemacht, was passiert ist, was die anderen berichtet haben, und dass keine weiteren Vorkommnisse gewesen wären. Also Wir sollten uns auf jeden Fall am nächsten Morgen mal diese Stelle anschauen, dieses Campus. Wir müssen sowieso rüber, aber möglichst nicht an dieser Stelle. Ja, nun, wenn es dort Tote gibt, müssen wir sie begraben. Wir können sie nicht einfach den wilden Tieren lassen. Hat er einen Kampf gegeben heute Nacht? Warum habt ihr uns nicht geweckt? Weil er uns nicht betroffen hat. Also möchtet ihr jetzt das euch nochmal angucken oder nicht? Ich kann nochmal zu dem Baum schleichen und gucken, wie es aussieht. Tu das. Und wenn niemand mehr da ist, können wir uns den Ort direkt anschauen. Wir müssen uns sowieso noch eine gute Stelle für den für die Flussüberquerung ansehen. Ja, möchte mir jemand mit mir schleichen, weil wir laufen ja nirgendwo alleine rum. Ich bin nicht besonders im Schleichen. Möchte sich einfach irgendjemand hinter mich ins Gras legen? Ich komme mit. Super. Ja, und dann macht man sich mal möglichst heimlich auf den Weg in Richtung des Baumes, dass Hall dann da gucken kann, ob da noch was los ist. Da ist zurzeit nichts mehr los. Ihr könnt Leichen erkennen und einiges an Blut. Die Vorräte wurden verwüstet, das Lagerfeuer wurde ausgetreten und die Zelte sind ebenso heruntergebrochen und durchwühlt. Nicht angezündet, das hättet ihr wohl bemerkt in der Nacht, wenn da jetzt noch irgendwie Feuer gelegt worden ist. Die wurden einfach kaputt getreten. 6 tote Ferkiner. Wird wieder runterklettern. Es sieht also nicht gut aus. Sie sehen alle tot aus. Ich glaube, die Amazonen haben sie getötet. Würde ich vermuten. Ich frage mich nur, warum, was sie davon haben. Naja. Sie werden ihre Gründe haben, nehme ich an. Ja. Frosty, was ist denn der übliche irgendwie Begräbnisritus für Ferkina? Weiß ich das? Kann ich das irgendwie abschätzen? Boah, da bin ich jetzt gerade überfragt. Werden die verbrannt? Ich weiß es nicht. Wilden Tieren überlassen. Ich glaube, die werden wilden Tieren überlassen. Also genau das, was Prayudo nicht möchte. Zurück in die Natur, ne? Wir könnten sie dem Fluss begeben. Naja, dann müssten wir erstmal über den Fluss rüber. Und ich glaube, das ist nicht so einfach. Passiert denn nicht? Ich schau mal, ob ich eine Stelle finde, wo man besser rüberkommt. Genau, Burgel. Lass mich das über. Also ich kann ja wohl gucken, wo man über den Fluss kommt. Ich möchte auch gucken, auch wenn ich weniger Ahnung habe. Geht ihr zu zweit, keine Alleingänge. Aber geht nicht. Ihr solltet euch mit einem Seil aneinander binden. Ich will ja nicht in den Fluss, meine Herren. Ich möchte nur am Fluss lang gehen und gucken, wo die Furt ist. Also jetzt einmal seid ihr noch nie über den Fluss gegangen. Ja, was hätte man nicht im Dorf groß geworden? Bin oft schon über einen Fluss gegangen. Ja. Und genau das möchte ich tun. Ich möchte nach einer Furt Ausschau halten, die nicht so aussieht, als würde sie mich umbringen. Schwierig. Du siehst, wenn du den nach oben guckst, über euch ist gewaltige Strömung und auch irgendwelche Senklöcher, wo du im Inneren der Erde verschwindest. Weiter unter euch auch. Du siehst allerdings eine Brücke, so etwas wie eine Brücke oder ein Steg. Ob das noch hält, weißt du nicht. Die kann auch einbrechen, die sieht nicht gepflegt aus. Gerade mit den Spritzern, die da nach oben gischten, kann das sehr gut sein, dass die modrig einfach kaputt geht wie Papier.
Ansonsten findest du die Stelle, wo du jetzt gerade bist, wesentlich sinnvoller. Also, Gideon, jetzt wo wir beide geguckt haben, ich würde sagen, entweder wir müssen hier rüber gehen oder da vorne bei der Brücke. Was denkst du? Gib mir einen Moment. Keine Wildnislebenprobe würfeln? Also, doch, das ist eine Wildnislebenprobe, finde ich gut als Theorie. Also in der Praxis müsstest du Körperbeherrschung oder Akrobatik würfeln, aber für die Theorieprobe Wildnisleben. Ich würfel einfach zwar ohne den erhöhten Wert, wir rechnen einfach 13 Punkte drauf. Druiden sind halt so lustig in der Wildnis. 13 Punkte zusätzlich? Ja, ich habe 26 Punkte übrig. Sind das echte Punkte? Ja. Ja. Ja, also. Der Zauber kostet nichts, hält ewig und es bastelt, ist super. Ja, also das ist im Prinzip die Stelle, die Stelle, wo die Brücke ist. Du kannst die Brücke selber nicht einschätzen. Das ist dir nicht möglich. Solltet ihr da aber reinstürzen, seid ihr im Prinzip tot. Und wenn ihr das ignorieren wollt, dann wäre hier einfach die Stelle da, wo die Amazonen sowieso rübergekommen sind. Das wäre die beste Position, um einfach über den Fluss zu kommen, ohne mit den Ferkiner zu sprechen. Also die sind sowieso tot. Richtig reden mit denen könnt ihr sowieso nicht mehr. Aber wenn ihr die begraben, wenn ihr die nicht mehr begraben wollt, dann hier über den Fluss und das ist relativ simpel. Damit ihr dann weiter in Richtung Westen gehen könnt. Ich schau mal zu Bruder Praldur. Insistiert ihr darauf, dass wir ihre Leiber der Erde übergeben? Natürlich, das gehört sich so. Gut, dann werden wir es wohl tun müssen. Es ist aber sehr schwierig, da hinüberzukommen. Nun, die Götter werden uns beistehen. Und ihr seid doch wohl wildniskundig genug, um uns dort rüber zu schaffen, nicht wahr? Deswegen sage ich, das ist schwierig. Was für ein Untergrund also haben die bei sich? Du meinst den Untergrund von die Ferkiner. Das ist trocken da, wo die den Zelt aufgestellt haben. Ist es Sand oder Stein oder ist es also oder ist es Gras, Erde? Gras oder beziehungsweise Stein, Erde und dann Gras. Ja, also Gideon, wie willst du jetzt darüber kommen? Also wenn wir rüber müssen, würde ich sagen, wir gehen hier vorne rüber. Wenn ich mich ans Ufer auf so einen Fels stelle, wäre das dann ein zusammenhängender Fels bis zu dem, wo die drauf liegen? Nochmal, wenn du was? Wenn ich mich am Ufer auf so einen Fels stelle, der Fels, auf dem ich dann stehen würde, wäre das dann eine zusammenhängende Verbindung aus Erz bis zu denen? Ja. Mein Gedanke ist, dass ich die jetzt theoretisch mit einem Metamorpho Felsenform halt einfach in die Erde sinken lasse. Thema erledigt, Problem gelöst. Doch, würde ich zulassen, ja. Weil, also, die Reichweite ist Berührung, aber wenn es ein Fels ist, ist es ja, halt... Ja gut, aber die Logik wäre es ja ganz Aventurien nee, das, ein Fels. Genau, das funktioniert Sichtweite, nicht. Sichtweite, Sicht ist halt bei Magie immer zwingend erforderlich. Also du musst halt wissen, was du verzauberst, deshalb geht ganz Aventurien ein. Berühren Boden ist... Also du musst die Reichweite modifizieren, das musst du auf alle Fälle. Ich guck gerade mal, wenn du hier stehst, ist die Reichweite 40, also 50 Meter, da müsstest du hinaufstocken. Das ist halt viel. Dafür kann ich nicht gut genug. Ich hab nur gerade gedacht, dass man da so einen Shortcut vielleicht nehmen könnte. Okay, nee, dann. Eine Brücke aus Eis. Gehen wir doch dahinter, diese Brücke. Die scheint auch echt stabil zu sein. Also verstehe ich das so. Wirklich, wir wollten nicht die Gefahr eingehen, um vielleicht irgendwelche Leben, die gestern gelassen wurden oder heute Morgen gelassen wurden, zu retten. Aber wir gehen das Risiko ein, um diese Ferkinas ein Begräbnis zukommen zu lassen, was nicht mehr ihrer Kultur entspricht. Wir beerdigen die Toten, so gehört sich das. In der zivilisierten Welt. Ich weiß nicht, wo ihr herkommt, aber in meiner Welt begraben wir die Toten und lassen sie nicht verrotten auf der Erde. Ich komme aus einer zivilisierten Welt. Aber sind wir nicht in der Welt der Ferkinas hier? Ich meine, es ist hier ihre Heimat, es sind ihre Bräuche. Im Endeffekt würden wir nur andere Ferkinas vor den Kopf stoßen, wenn wir es jetzt begraben, oder? Naja, also, Herr Boron sagt, man muss die Leute begraben, also begraben wir die Leute auch. Richtig. Das haben die Ferkinas nicht zu entscheiden, das hat der Boron zu entscheiden. Herr Boron kümmert sich nämlich um die Toten. Habt ihr in der Prüfungsschule nicht aufgepasst? Und Sumo freut sich über jeden Körper, der zu ihr zurück hat. Wenn ihr nicht drüber wollt, dann gehe ich ihn alleine. Selbstverständlich, ich sage ja. Ich lasse euch doch nicht durch diesen Fluss schwimmen.
Ich sage ja, wir haben keine Wahl, wir werden das tun. Und warum wir es gestern, warum wir gestern nicht eingegriffen haben, eine Kampfsituation ist gefährlich, kann Gliedmaßen oder Leben kosten. Hier kostet es uns nur Zeit. Ich sehe eine ziemlich große Doppelmoral. Es geht um Effizienz. Und genau genommen um Erfolgswahrscheinlichkeit. Dass wir das tun, behindert nicht unsere Erfolgswahrscheinlichkeit. Es sei denn, die Brücke ist kaputt und wir haben keine Möglichkeit, um den Fluss zu kommen und müssen ein Risiko eingehen. Dann wäre ich dagegen. Los jetzt. Also gut, dann lasst uns diese Brücke auskundschaften jetzt. Ja, also könnt ihr wieder einige Schritte in Richtung Osten wagen, Fluss hinab und stellt euch dann langsam und vorsichtig eine nach dem anderen auf die Brücke. Ja, geht ihr zusammen oder einer nach dem anderen? Einzelne Schlauchen. Ich würde erstmal eine Holzbearbeitung würfeln, um einzuschätzen, wie stabil ich die Brücke an. Das ist eine schöne, ja klar. Und ja, wir sollten uns vielleicht anseilen. Wenn Holzbearbeitung oder Zimmermann wäre eine erlaubte Probe. Zusätzlich anseilen. Baukunst, mein Baukunst. Also, ja, Baukunst lasse ich auch zu. Also mir fehlen 3 Punkte. Ich würde also einmal gegen die Brücke treten und sagen, sieht gut aus. Sieht gut aus. Gilead hüpft ein bisschen drauf. Sieht gut aus. Also Greldig legt seinen Rucksack ab, bindet den an ein Seil, das er einem der Kameraden gibt, bindet sich selber ein Seil an sein Klettergeschirr ran und beginnt vorsichtig über diese Brücke zu balancieren, während er das Seil an seine Kameraden gebunden hat, dass wenn er abstürzt, dass die ihn notfalls rausziehen können. Schwimmen kann er ja ein bisschen. Ja, es gibt ja wohl nur eine Weise, das hier rauszufinden, ob die Brücke hält. Sieht scheiße aus, aber wird uns einzeln tragen. Wir haben ja keine schwer gerüsteten Panzerzwerge oder Raffins dabei. Also, einer nach dem anderen. Der erste nimmt dann Seil mit, schleift es rüber. Ja, was willst du, deine Körperbeherrschungsprobe irgendwie um Balance erleichtert? Nee, das ist noch erstmal eine ganz normale Brücke. Da kannst du ganz normal rübergehen, solange die nicht einbricht. Ja, dann versucht Greldig, flink und balancierend, eiligen Schrittes, sanft auftretend über diese Brücke zu huschen. Ja, Selbstbeherrschung kannst du mir mal geben. Selbstbeherrschung. Also es ist nicht körperlich anstrengend, aber der Schweiß steht dir dann vielleicht trotzdem auf der Stirn. Vor allem, wenn du siehst, wie es da sprudelt. Solche Flüsse kennst du selbstverständlich auch aus Torwahl. Da kannst du dann auch hochhergehen. Gerade wenn die aus dem Orkland kommen. Ja, ist gewürfelt, Max Erschwernis plus 6. Ja, und kannst dich dann nach drüben hangeln. In der Mitte so eine kleine Insel, da liegen dann wohl auch ein paar Holzsachen, die da weggenommen worden sind. Irgendjemand hat da wohl ausgebessert, aber wirklich besser gemacht ist eine andere Sache. Und auf der anderen Seite kannst du dann eben so nach drüben. Ja, wenn Greldig auf der Mitte drüben ist, zieht er sein Bündel an dem Seil hinter sich her. Und dann huscht er über die zweite Seite und wiederholt die Prozedur. Okay. So ja. Kann einer nach dem anderen auf die andere Seite hinüber. Rafim hatte das schon ganz richtig eingeschätzt. Holzbearbeitung, du hast zumindest deinen eigenen Stab damals gemacht und da hatte ich viel mit Hölzern beschäftigt, auch wenn das jetzt keine magischen Hölzer sind, aber das wird halten, solange man einzeln rübergeht. Und so kommt ihr auf die andere Seite. Seit seinem Sturz in den Fluss wird Magister Xenophil immer wunderlicher. Heute haben wir den ganzen Tag nach einer Furt gesucht, nur weil er sich geweigert hat, durch einen harmlosen kleinen Bach zu warten. Ich weiß nicht, wo das noch hinführen soll. Aus dem Reisetagebuch des hesindegefälligen Studiosus Anagon Birtenbichler. Und so kommt ihr auf der anderen Seite an. Nur wenige Meter sind es von hier bis zu dem Lager der Ferkiner. Die könnt ihr dann auch ohne Probleme zurücklegen, an den großen Bäumen vorbei und dem großen Loch, das der Fluss hier aufgetan hat, bis ihr dann an den zerstörten Zelten und den Toten der Ferkiner ankommt. Bei Praios, wir haben ganz schön gewütet. Ja, ich schaue mir das mal an. Ihr müsst wissen, ich habe keine Ahnung, aber ich schaue mir gerne Sachen an. Ich schaue mir das mal an. Ja, Greldig ist ja flink. Der wird versuchen, die Vorhaut zu übernehmen und möglichst schnell an einem dieser Verkinas anzukommen. Und sollten da irgendwelche Wertgegenstände sein, wird er versuchen, die heimlich einzustecken.
Also die führen Steinmesser oder so etwas in der Art bei sich. Du kannst da noch Kurzbögen auf einem kleinen Lager erkennen. Es gibt ein paar Ziegenfelle, die du einstecken könntest, oder auch Schläuche mit vergorener Milch. Das wäre dann vielleicht am ehesten noch für dich von Interesse. Vergorene Ziegenmilch, wenn du dann deiner Alkoholsucht nachgehen möchtest. Aber ansonsten haben die keine Wertsachen bei sich. Das ist wirklich barbarisch. Ja, dann werde ich da auch nicht großartig die berauben oder plündern. Aber sieht man denn, wie die gestorben sind? Also sind die im Schlaf niedergemacht worden oder gab es da einen echten Kampf? Also das bedarf keiner großen anatomischen Kenntnis oder Kriegskundigkeit. Die ersten drei wurden im Schlaf niedergemacht, einfache Stiche richtig ins Herz. Und bei den anderen drei gab es dann tatsächlich einen Kampf. Also die ersten drei wurden von den drei Amazonen im Kampf niedergemacht, dann wurden die anderen wach. Und da ist dann wohl auch Blut geflossen. Da darfst du mir jetzt auch mal eine Anatomiekenntnisprobe würfeln. Also da gab es dann kleinere Kämpfe. Moment, ich weiß nicht, ob ich sowas habe. Heilkunde Wunden wäre sonst das handwerkliche Äquivalent. Ja. Ist auch nicht sonderlich schwieriger, aber würfeln müsstest du trotzdem. Ja, ich muss es nur im Bogen finden. Bei Handwerk. Aber Rondra gefällig war das nicht, dass man da dann jemanden im Schlaf dann niedergemacht hat. Also die sind tot, so viel kann Greldig sehen. Also meiner sieht ziemlich tot aus. Nun lass sie uns beerdigen. Ruge, schnapp dir ein paar Scheine und leg sie über die Leichen. Also das reicht aber nicht, dann kommen die Tiere und machen die Steine wieder weg. Die sollten nicht nur ein Stein, sondern mehrere Steine, sodass sie in den Steinen begraben sind. Nimm ein paar große. Ich glaube nicht, dass das reicht. Wir müssten schon ein Loch buddeln. Greldig seufzt und nimmt einen seiner zwei Eispickel aus dem Gepäck und versucht bei einer möglichst weichen Stelle Erde ein Loch auszuheben. Wir würden die Zeit dabei nutzen, aus seiner Beinflöte für die Toten spielen. Geht das hier überhaupt, also tief graben, sodass man Leute darin verbuddeln kann? Ich fürchte nicht, oder? Keine Ahnung, wie vorne der Boden ist. Also das wird sehr schwierig und lange dauern, wenn du da jetzt Löcher ausheben möchtest, dann wird das sicherlich pro Leiche grob eine halbe Stunde dauern, auch mit einem Eispickel. Ich würde da jetzt ein Steingrab machen, also viele große Steine, die begraben, nebeneinander legen die Leichen und dann Steine überlegen, also kommen die Tiere mehr, insofern. Ja, wenn dann dem Prius gefälligen Priodur damit Genüge getan ist und das Bohren gefällig ist, dann ist das ja auch eine Möglichkeit, die sehr viel schneller geht. Ich kann das Loch auch schneller ausheben. Du meinst jetzt nicht Magie, oder? Doch. Dann lassen wir es. Prius gefällt dies nicht und Bohren erst recht nicht. Ihr hattet selbst gesagt, wir sollten unsere Kräfte sparen. Nehmt euch ein paar Steine und ich würde jetzt am Anfang die Routine mit Ruhe zu helfen, die Steine auf die Leichen zu platzieren, wenn sie nebeneinander liegen halt. Also erstmal die Leichen platzieren und dann die Steine rüberlegen. Das wird schon eine Weile dauern, vermutet man. Dann haben wir ein Grabsiegen sprechen. Kann jemand ein Bohrenkreuz basteln aus Holz? Ja, ich gebe mir Mühe. Ich probiere das. Ich möchte gerne ein Bohrenkreuz aus Holz basteln. Boah, Schild, wie auch immer, keine Ahnung. Mir fehlen 9 Punkte, wie sieht das aus? Greldig versucht mir zu helfen. Awesome, nehme ich an. Also du bist relativ zufrieden, aber als du dich dann umdrehst, knicken die Äste ab und bröckeln nach unten. Ich glaube, Greldig, du hast dich zu doll angefasst. Ich glaube, das war das Problem. Während ihr euch den Boron-Riten hingebt und leise auf der Flöte spielt, ne? Flöte? Jo. Ja. Könnt ihr einen Schrei hören, der von über euch klingt, wohl weit entfernt, aber grollend laut durchdringend, sodass er noch in Lungen vibriert. Und wenn ihr dann nach oben guckt, könnt ihr einen gewaltigen Drachen erkennen, der dort in den Gipfeln gerade fliegt.